Und hallihallo, meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen. Hier ist eine Kuppe aus Brot und wir spielen hier ein bisschen weiter. Secret of Mana. Ältester, Toki muss hier weg. Genau, und zwar sofort. Oh, Toki. Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen, nur du allein. Also gut, wer ist dafür, dass Toki geht? Alle die Hand heben. Falls er im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Verschwinde endlich! Bist du bald weg? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Okay. Rüttel, rüttel, rüttel. Bam. 50 GM gefunden. Ah, toll. Du gehst? Bis später. Hexe. Oh, jetzt ist er alleine. Schwätzen wir auch noch mit ihm. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Schweren Herzens begibt sich der gute Toki auf eine Reise. Soll ich hier nur irgendwo reingehen? Im Endeffekt brauche ich nichts. Oder gibt es hier was Neues zu kaufen? Ich verkaufe dir nur etwas, weil es der Dorfälteste gewünscht hat. Nee, hat immer noch die alten Rüstungen. Okay, dann brauche ich nichts von dir. Verschwinde. Nein. Neue Klamotten zum Schützen. Bla bla bla. Hab schon an. Hast du alles? Jupp. Du bist verbannt. Hast du Quelldorf verbannt? Hau endlich ab. Hey, chill, Dickra. Na, gehen wir mal ein bisschen Monster schnetzeln. Bin übrigens im Überlegen, ob ich hingehen soll und zwischendurch mal ein paar Level-Folgen offline machen soll. Oh, hier Kanoni-Reisebüro, das will ich euch mal zeigen. Die Kanoni-Brüder. Da sind sie. Ciao, Bello. Wir, die Kanoni-Brüder, haben fast überall eine solche Reise, Piro. Übrigens, Victor hat bereits sein Ticket bezahlt, falls du zum Wasserpalast willst. Nein, wir gehen zu Fuß. Wie du willst, der Wasserpalast ist ja nicht so weit weg. Können wir noch ein paar Monster schnetzeln? Ja, alles XP. Boah, stimmt. Da war ja was. Da war ja was. Die hat schon wieder ganz vergessen. Wasserpalast. Genau. Pandori. Ich gehe mal zum Wasserpalast. Pilze! Ah, die Gegner werden jetzt schon langsam stärker. Aber ganz gemischt. Wo geht's hin? Gefahr, hungrige Goblins. Au. Geht's noch? Was sind wir denn hier? Schwing! Schwing! Noch ein Stück. Vampir-Tod besser. Und was ist da passiert? Toki erreicht Level 3. Yay! Zum Wucherkater. Oh, den Wucherkater muss ich euch eigentlich auch mal zeigen. Ja, gehen wir mal noch zum Wucherkater. Super Typ.
Hat allerdings etwas gehobene Preise, sag ich mal. Hat er nicht so eine coole Musik in seinem Haus gehabt? Täusche ich mich jetzt da? Gibt's hier sonst noch was? So, versteckte Sachen sind hier eigentlich relativ wenig im Spiel. Hallo Wucherkater! Was hast du denn? Da gäbe es einiges. Was möchtest du denn? Ich möchte handeln. Ich habe tolle Sachen im Angebot. Ja, dann schieß mal los. Oh, Schokolade, Honig, Walnuss, ein Fass. Oh, hier. Ne, das habe ich auch schon. Okay, dann brauche ich nichts. Verzeihung, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Jetzt sind wenigstens wieder die Gegner da, dann kann ich die wieder erledigen. Oh, hier unten die nicht. Toll. Ah. Tot. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon beim Wasserpalast, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, da ist Hagens Wache. Moin, Hagen. Wir kommen aus Padoria, um die Exitura zu bekämpfen. Okay. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Turas Schloss nehmen. Mhm. Memo an mich selbst. Peitsche besorgen. Das ist Oberst Hagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Oberst Hagen, angetreten. Kompanie, Marsch. Ja, wo gehen die denn hin? Hm. Hallo? Was passiert hier? Ja, hier komme ich nämlich ohne Peitsche nicht drüber. Ja, das ist schon mal das Hexenwäldchen. Das Hexenwäldchen. Das ist jetzt auch schon der Wasserpalast. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hier gab es doch irgendwo eine versteckte Höhle, oder? Vielleicht sogar? Ja. Ja. Unsichtbare Kraft blockiert den Eingang. Verdammt. Herrlich sieht es hier aus. Auf geht's, Toki. Ja, dann gehen wir mal rein. Ins Städtchen. Palästchen. Oh, Schalter. Frag mich jedes Mal, wie ist der Victor da drüber gekommen? So, der Schalter geht nicht. Wie immer, weil der Victor da steht. Fupp. Und da ist Aquaria. So, und jetzt, hey Süße, wo ist diese Aquaria? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquaria, schön dich mal wieder zu sehen. Willkommen. Das soll Aquaria sein? Die 200 Jahre alt ist? 200 Jahre. Sieh an, sieh an. Das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Ist ja auch. Ah, okay. Aquaria, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß, Ebbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer, deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffen-Orbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbeter erhalten. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Okay. Begib dich ins Imperium, Victor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren.
Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, Toki, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Klingt komisch, ist aber so. Toki, wovor hast du denn solche Angst? Festung. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum ich? Warum hat es gerade mich erwähnt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Okay. Ja, ja. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Sie hat Samen gesagt. Tick. Tick. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich, und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen, du musst sie alle versiegeln. Hier hast du eine Lanze, sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Dö. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese, suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Das Spiel speichern. Yo. Zunächst solltest du dich zum Elfenteich. Solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Okay. Ich gebe dir Kraft. Nein. Ja. Schwall. Wasserfall. Gibt's hier noch irgendwas? Hier geht's noch runter. Was ist da? Toll. Ein leerer Raum. Und geht's auch nicht durch. Nope. So geht's auch nicht durch. Die Tür zu machen, nicht dass was passiert. So, jetzt sind wir wieder in der Wildnis und wir sollen durch Pandoria oder Pandaria? Pandoria. Killerschwert. Ah, du Mistvieh. Man sieht's ja eigentlich gut, aber man achtet nie darauf. Oh, das geht auch schon drauf. So. Ja, würde ich auch mal sagen, machen wir hier einen Cut. Und dann, schaut doch einfach nächste Folge wieder rein, wenn wir uns Richtung Lava-Tempel begeben. Mal schauen, was so alles passieren wird.
Lasst doch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder schreibt was Nettes in die Kommentare. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen. Ansonsten macht's gut. Bis denn. Tschüssi.